Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von uns Pion Tragisch mit mir, Disrespectful aka Benjamin. Wir sind am 17. Spieltag der YPL angekommen und wir spielen gegen den lieben Reese oder Reas, ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen genau ausspricht, mit seinem Team, ja, Dead by Arceus. Und ja, vorletzter Spieltag, wir haben es bald geschafft. Es geht nicht mehr um viel, nachdem wir letzte Woche den Erstplatzierten besiegen konnten, aber wegen eines dummen Regelbruchs das Game noch verloren haben trotzdem. Ja, das Team, diese Season, das Team ist müde, ich bin müde, die Season soll nur noch zu Ende kommen. Aber, da sind wir jetzt mit dem Team von Reese. Lando Ai im X-Tier, absolutes Problem. Dann haben wir Seraora und Lasho King. Oh, einen Moment. Megastolos und Meistergriff, Tentoxa, Labrador's Flores, Tauros, Sneebel und Alolan Executor. Und ja, also ein paar Mons sind scary, also hier Seraora und vor allem aber das Lenorous Eye ist natürlich immer scary. Dann haben wir Tentoxa, was nerviger sein kann, als man glaubt. Megastolos kann nervig sein. Und ein Trick Room Alone Executor kann auch scary werden, da das Viech einfach Earthquake kann. What the fuck? Also da müsste man auch drauf aufpassen. Ja, das ist mein Team. Zum einen haben wir hier Blastoise Mega, Philly Spedef. Das ist legit die einzige Antwort, die ich auf Lando Ai habe in meinem Team. Da Lando Ai mit Sludge Wave etc. einfach alles andere wegburstet. Ja, Blastoise Mega lebt einigermaßen gut, hat zwar keine Recovery, aber dafür können wir es mit Flip Turn, Ice Beam, Water Pulse, egal was, immer rausdingern. Und der Terrain Pulse ist für sowas wie Slowking und Tentoxa. Dann haben wir Tabubulu, Fistef, einfach aus dem Grund, dass ich irgendwas brauche, was zumindest einmal in Seraora rein switchen kann, sollte es. Und es lebt dann auch den, wie heißt denn dieser Feuer-Move von ihm? Ihr wisst schon, Blaze Kick, genau. Ansonsten ist es auch, kann es auch in Tauros rein switchen und ist auch unter dem Hain switchen into Meistergriff tatsächlich. Da wir schneller sind, können wir dann auf die Kampfattacke rein und können es dann revengen. Die Lumberry ist dafür da, um sowas wie Slow King reinkommen zu können und dann, wenn wir gescrollt werden, eben den Burn zu egalisieren. Und ja, sonst ist die drei Attacken selbsterklärend. Dann Rapido, Rocky Helmet, ebenfalls für Steph. Ist so der bessere Zero-Check, wenn wir es mal so ansprechen wollen. Vor Grass muss man natürlich trotzdem aufpassen. Ansonsten lebt es aber eigentlich von Meistergriff und vor allem von Tauros eigentlich alles sehr gut. Und es ist auch erstaunlicherweise eine der besten Antworten auf das Sneebel. Vor allem dank des Rocky Helmets. Dann haben wir Galvantula. Galvantula ist ganz nice offensiv gesehen mit den Elektroattacken, Bugbuzz als Coverage Move und Sticky Web. Wir haben nicht so viel, um Lando Ai zu hitten, aber auch Energy Ball würde kaum Schaden machen. Dementsprechend habe ich mich lieber für den Bugbuzz entschieden, da dieser gegen einige Monstern besser aussieht als Energy Ball. Wie zum Beispiel das Alolan Executor. Dann haben wir Heatran. Heatran ist ja, ein interessantes Set, und zwar haben wir Wise Glasses, fast Full Speed, Full Special Attack Heatran. Aus dem Grund, dass wir uns eventuell von Labrador's in den Flashfire Boost abholen können, aber vor allem, weil wir mit dem Investment hinter dem Sub und den drei Attacken eigentlich allem sehr gut Schaden machen können in der Theorie. Mit dem Speed Invest sind wir schneller als alle defensiven Mons und können diese auch vielleicht aus dem falschen Frusch wischen. Oh, ich kann nicht mehr reden. Dann haben wir noch als letztes Lucario Choice Graph. Der soll einfach alles schneller revengen können. Mit Ice Punch, Medium Mash, Thunder Punch und Close Combat trifft er eigentlich alles ganz gut. Ja, und vielleicht überrascht das ihn. Das war das Team und dann sehen wir uns gleich im Kampf. So. Hier seht ihr wie immer den Kampf. Aber wie auch schon mal zuvor vorgekommen, ist das Ganze nachkommentiert. Grund dafür ist, dass ich mit ein paar Kumpels zu der Zeit im Discord war und wir was beredet haben wegen Treffen und so, und dementsprechend war ich, ja, wollte ich dies einfach nicht ditchen, ich wollte das Gespräch zu Ende führen
Und deshalb habe ich den Kampf einfach so nebenbei gemacht, habe den Jungs dann gesagt, ist kein Problem, ich kommentiere nach. Also, deswegen nachkommentiert. Und ja, wir kämpfen gegen Reese, habe ich ja schon gesagt vorher. Und ja, ich glaube, wir springen einfach gleich rein und dann erzähle ich was ein bisschen zum Kampf. Ja, ich leade hier mit Gargantua, einfach aus dem Grund, dass er den Sash respektieren muss und Gargantua gegen die meisten Mons ganz gut aussieht. Stolos will jetzt nicht unbedingt Special Attacks fressen, Tauros auch nicht und wir outspeeden es eventuell. Und Tentoxa und Sneeble, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall muss es halt Angst haben. Und ja, Tauros kommt. Ist eigentlich ein guter Lieb für uns, aber ich möchte halt scouten, was das Tauros vorhat. Dadurch, dass wir kein Sash sind, muss ich halt vorsichtig spielen. Er greift auch an mit Body Slam, macht kaum Schaden und der Rocky Helmet triggert. Also ja, gut. Dann gehen wir hier auf die Rocks, weil es war offensichtlich, dass er rauswechseln würde. Und das Monster Lando ist drin. Und jetzt ist die Sache die, ich muss ein bisschen scouten natürlich, was Lando in seinem Set hat. Ja, gehe erstmal auf Tabo Bulo, aus dem Grund, dass ich die Earth Power zuerst erwarte. Kommt aber nicht. Und es kommt der Substitute. Ja, also wechsle ich dann raus in Blastoise, der eigentlich dafür gedacht war, um zu scouten, ob er eben die Sludge Wave hat. Und er hat sie. Aber das Substitute ist mega annoying. Und ich muss ihn also erstmal brechen. Er geht auf die Earth Power, die 30% macht. Gott sei Dank kein Drop. Aber wir tanken jetzt gerade noch so nur noch zwei eventuell. Er geht raus auf Tentantle. Das konnte ich predicten. Gehe hier auf den Flip Turn. Schon mal verhindert, dass Lando an dieser Stelle sweept. Galvantula kommt rein. Ich gehe jetzt hier auf die Sticky Webs, was im Nachhinein ein Fehler war. Aber das seht ihr dann gleich warum. Er geht auf den Rapid Spin, predicted, dass ich die Webs legen möchte und spinnt das alles weg. Jetzt ist das Problem, dass es schneller ist und mich mit Sludge Bomb angreifen kann. Ich lege wieder die Webs. Er geht weiter stumpf auf Rapid Spin, weil er die Webs nicht haben möchte. Ich gehe auf Thunder und ja. Jetzt sehen wir das Problem. Dieses Tentoxa ist komplett spedef und AV, weswegen Thunder, eine der stärksten Elektroattacken von einem Elektromon, nicht two-hitted, auf ein sehr effektives, mit sehr effektivem Schaden, was natürlich absolut lächerlich ist. Deswegen muss ich aber leider rauswechseln. Mache hier den Misplay und gehe in das Blastoise, was von Scald zwar nicht viel Schaden kriegt, aber Sludge Bomb kommt daher und jetzt habe ich ein großes Problem. Und zwar ist Lando Ida immer noch da. Ich habe hier ein Blastoise, was ich nicht mehr recovern kann. Und jetzt bin ich in Range von den meisten von Landos Attacken. Was scheiße ist. Dann kommt jetzt Lucario rein. Ich fühle mich ein bisschen dazu geforst. Ich gehe hier auf den Thunder Punch. Ja, den predicted er oder keine Ahnung. Ist sehr ballsy gewesen. Also ich hätte jetzt hier auch auf andere Sachen gehen können. Aber eventuell hat er auch einfach mit einem Earthquake gerechnet. Also so ballsy war es dann vielleicht auch gar nicht, weil. Ja, also entweder kommt eine Elektro- oder eine Bodenattacke. Beides kam nicht. Also Bodenattacke kam nicht, aber Elektro. Und dementsprechend muss ich jetzt hier wieder in Blastoise wechseln. Er geht auf die Earth Power. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht auf Sub oder sowas geht, aber das hätte auch nichts geändert. Und ja, Blastoise stirbt hier. Auch ein Misplay an meiner Stelle. Ich hätte einfach ein anderes Mon sacken müssen, weil Blastoise lebt zumindest einen Angriff. Ja, geht jetzt hier auf Ice Punch. Mein einziger Play, dieses Lando jetzt noch zu revengen, ist jetzt hier mit Lucario den Ice Punch zu treffen. Aber er hat die Yache Berry, deswegen töte ich leider nicht. Er geht hier auf Earth Power und jetzt, keine Ahnung, also jetzt bin ich einfach nur tilted. Ja, also. Tabo Bulo kommt raus, ich gehe wieder raus, um die Sludge Wave rauszubaiten. Jetzt kann ich nur noch Mindgames machen, weil alle meine Mons langsamer sind. Jetzt gehe ich hier auf Earth Power und jetzt versuche ich ihn dabei zu erwischen, dass er halt predicted, dass ich wieder in Heatran rausgehe. Ja, das war mein einziger Play. Macht er aber nicht, er geht auf Sludge Wave, tötet mich. Dementsprechend haben wir ein Problem. Hier gehe ich auf den Bugbuzz, weil es das einzige ist, was trifft. Hier erfahre ich dann auch, dass ich schneller bin als er, obwohl ich nicht Full Speed spiele. Ändert aber nichts an der Sache, weil Bugbuzz nicht tötet. Energy Ball hätte hier getötet. Und dadurch verliere ich gegen das Lando-Ei einfach mal komplett und all meine Mons droppen leider. Und am Ende ist das ein 6 zu 0 für Reese. Was hätte ich im Nachhinein besser machen können? Nummer 1, kein Draft, der einfach komplett 6-0 gegen Lando-Ei verliert. Zweite Sache,
Kein Draft, der keine Recovery für die wichtigen. Nein, okay, ich höre auf. Also, der Draft gegen die. Also, das Matchup war einfach Garbage, komplett Garbage. Aber man muss dazu sagen, ich habe auch schlecht gespielt. Also, Blastoise hätte einfach preserved werden müssen. Ansonsten hätte ich im Teambuilding halt vielleicht kreativ werden müssen mit Anti-Bären. Ja, keine Ahnung. Also, es ist auf jeden Fall aber ein scheiß Matchup. Also, Lando Eye zerstört halt komplett. Vor allem mit Sheer Force ist das Mon halt ein bisschen broken. Und Diachi Barry hat mir den Rest gegeben. Gute Prep von Reese. Wir verlieren 6-0 und dann sehen wir uns im letzten und nächsten Kampf. Haut rein.